Abandon hope, all you... Nochmal. All you... Ja, so fangen wir an. Genau so. hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Die Begrüßung ist ein bisschen außer Rand und Band geraten. Außerdem... Da, das passiert, wenn man als YouTuber die Begrüßung verkackt. So kann man sich das dann vorstellen. Was ist das denn? Ist das cool? Wird das... Also das sieht ja schon nach einer Gefängniszelle aus, wenn man sich so die 5er-Packs an Zählungen, die da in der Wand geritzt sind, anguckt. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich jetzt... Meinst du nicht, du kannst da irgendwie lang rechts oder so? Nee, in einem anderen Raum. Du kannst doch da drüber laufen. Ja. Oder? Nee. Kannst siehst du auch nicht drauf gucken? Nee, irgendwie scheint es, als wäre ich einfach zu spät. Als wäre das schon durchgelaufen und das hätte nicht passieren dürfen. Okay. Ich lade mal kurz und wir gucken uns an, was da jetzt genau los war. Ich habe das Ding nicht bewegen gesehen. Was denn? Ach so, also es war die ganze Zeit schon so. Ja. Oh, scheiße. Was soll ich denn dann machen? Also da ist ja nichts los. Da unten ist ja auch nur eine Grube. Da ist ein kleines Medipack, aber das schaffst du ja auch nicht aufzuheben so einfach. Ja. Und wenn ich auf den Stacheln da rumlaufe, auf den hier geht es und da kriege ich Schaden. Okay. Das bedeutet, die Lösung ist wahrscheinlich woanders. Was sehr verwirrend ist, weil es gar keinen anderen Ort gibt, der mir einfiele. Ich habe doch irgendwas verkackt. Wenn da unten ein Medipack lag. Vielleicht ist da auch irgendwie ein Kriechgang oder so. Sowas dachte ich, sowas denke ich mir. Dass ich. Nee. Nix. Ja, also da unten gibt es auf jeden Fall schon mal keinen Weg in so. Ah, ich verstehe. Wieso bin ich darauf nicht gekommen? Guck mal, diese Stacheln, die liegen ja auch irgendwo. Hier drüber ist möglicherweise noch eine Ebene. Und wir müssen die Stacheln jetzt dazu bringen, von dieser oberen Ebene nach unten zu fahren, sodass wir dann oben durch können. Verstehe. Ja. Denke ich mir zumindest. Ich habe nichts in Erinnerung in die Richtung, habe auch nichts gesehen, glaube ich. Okay, das Medipack lasse ich mal. Das ja gut, das war jetzt natürlich auch teilweise, das muss man halt perfekt aufheben, ne, damit man da nicht getötet wird. Nur wie macht man das in diesem Spiel? So vielleicht? Nee. Ja, komm, lassen wir es. Wahrscheinlich runterspringen und sich abrollen oder so ein Scheiß direkt. Den Weg gibt's da bestimmt, wie du halt trotzdem schon Schaden. Ja, ich krieg das geht nicht. Wie soll das gehen? Ich krieg ja Schaden, obwohl ich das Medipack nicht mal aufhebe. Wie sieht das dann erst aus, wenn ich es aufhebe? Ach, Moment, ich habe eine Idee. Nee, die Idee ist doch Schwachsinn. Ja, das ist nicht... Hast du gesehen, wie schnell ich war? Ja. Diesmal warst du echt schnell und es hat trotzdem nicht gereicht. Ich bin nicht nur nicht gereicht, damit sich das Medipack lohnt. Ich bin ja sogar gestorben. Dein Blut für Bandagen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja. Habe jetzt schon wieder die Hälfte meines Lebens verloren, aber ich denke, besser kriegt man das auch nicht hin. Ich bin gestorben. Ah, mein bester Run, in dem ich nichts erreicht habe und ich bin trotzdem gestorben. Tja. So, jetzt fährt's runter. Wenn ich jetzt instant da hochgehe, komme ich gerade... Siehst du das Zeitfenster? Ja, ja, klar. In etwa 2 Sekunden hebt sie doch noch nicht mal das Meatpack auf. Naja, auf jeden Fall ist jetzt hier oben wahrscheinlich irgendwo der Weg frei. Um die Ecke geht noch nicht. Ich höre Fußspuren. Also Fußstapfen. Ich höre Füße, wie sie ein Lied singen.
Ah, da drüben war ich natürlich auch noch nicht, glaube ich. Ah, doch, doch. Das war der Raum mit den Krähen und so. Ja, und jetzt kommst du denn jetzt überhaupt in die Richtung, wo das Ding war? Wo nee. Das Stachelding? Nee, anscheinend ist dann deine Theorie nicht so ganz richtig. Drück mal den Schalter da hinten. Da ist ein Schalter? Ein Hebel, ja, da. Ah. Aber man kommt an dem Hund hier nicht vorbei. Kannst du unten lang, oder? Ah, nee. Muss. Drüber springen. Ja. Okay, also wir müssen irgendwie den Hund aus dem Weg räumen, praktisch. Dann kannst du schon mal versuchen, drauf zu schießen. Nee. Stimmt, das sollte das erste sein, weil ich versuche. So, ich habe das mal wieder getriggert. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt, aber jetzt fahren auf jeden Fall diese wunderschönen Stacheln runter. Dieses Level geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ich habe keine Ahnung, warum sind wir hier? Was wollen wir hier? Gibt's hier was umsonst? Ja, das verlorene Artefakt. Ja, klar, aber das Level heißt ja Willard's Lair. Also hier hat dieser Professor Willard also gewohnt. Ich dachte, das war der Schotte, den du unter den Rock geguckt hast. Nee. Das ist doch nicht Professor Willard. Keine Ahnung. Vor allem heißt der Doktor. Wieso können Doktoren keine Schottenröcke tragen? Weil Willard eine Spinne ist und ich ihn abgeballert habe. Ja, aber vielleicht spielt das... Nein, das kann nicht in der Vergangenheit spielen, das macht keinen Sinn. Ja, aber vielleicht versteckt er seine Spinnenbeine ja unter dem Schottenrock. Ja, sehr wahrscheinlich. Das wird sein. Außerdem ist da noch ein Hebel. Nee, der steht nicht raus. Ah, okay. Jetzt bist du. Und was hat der Hebel jetzt gemacht? Der Hebel hat irgendeine andere Plattform mit Stacheln nach unten gefahren. Das war aber nicht die, auf die wir jetzt eben gestoßen waren. Das war eine andere, oder? Nee, das war die direkt links daneben, schätze ich. Okay. In dem Raum direkt daneben. Hoffe ich zumindest. Weil ansonsten wäre ich ein bisschen ratlos. Ja, klar, das muss so sein. Sonst wüsste ich auch überhaupt nicht, was wir noch machen sollen. Und da ist so ein Typ, der die ganze Zeit herumläuft. Das nervt total. Mich würde halt auch mal interessieren, was die... Ich weiß jetzt, ich habe jetzt leider die Kommentare von der letzten Folge nicht gesehen, aber was halten denn die Zuschauer so von dem Add-on? Also, man muss es ja nicht selber gespielt haben, aber was ihr halt so bisher so gesehen habt von bei uns. Wie gefällt denn euch das? Weil ich finde es halt bisher eher anstrengend als irgendwie interessant oder spaßig. Mm, so schon ja. Vom Zusehen und ich muss nicht spielen. Und im Vergleich zu Golden Mask ist das hier einfach eine riesen Enttäuschung. Ich meine, es ist ganz nett, diese Idee mit dem Gefängnis und so, aber es ist halt irgendwie trostlos. Ja, und der Aufbau ist halt auch nicht nachvollziehbar. Ich meine, was sollen diese Stachelwände da jetzt? Was bringt das? Wem nützt es? Ah, die Schrotflinte. Das ist super. Also war das... Och nee. Dann war das alles hier wahrscheinlich für die Schrotflinte. Okay. Wie tief fährt das runter? Nee, das fährt noch weiter runter. Ja gut, aber da ist ja irgendwann Ende. Da ist ja eine von diesen Zellen wieder. Ja, hier auch. Führt uns alles nicht weiter. Nee. Weil dieser ganze Bereich nur für die Schrotflinte. Ja. Man denkt so, ja, es geht weiter und dann... Nee, nee. Die Sache mit den Krähen. Wie sie es halt noch schaffen, dass man enttäuscht ist, wenn man eine Waffe findet. Ja, dass man in einem verdammten Add-on dann noch so bestraft wird. Ach Mann. Okay, aber immerhin haben wir die Waffe.
Was auch immer mit der wir mit der Schrotflinte jetzt noch sollen, wo wir die fucking MP5 auf dem Rücken haben. Seit Level 1. Und das Harpunengewehr, nicht vergessen. Weil ich persönlich die Schrotflinte fast besser finde als die MP5. Nur wenn man da ist. Ja gut, aber das ist ja oft der Fall. Das irgendwie. Stimmt. Also ich spiele meistens so, dass ich dann an die Leute ranlaufe und die einfach wegballer. Warte, was ist denn da unten eigentlich? Ist das... Warst du da schon? Nee, aber das ist auch durchgängig mit Stacheln. Achso, und da gibt's auch nichts zum Runterklettern. Nicht, dass ich was sehen würde. Ich wüsste nicht wie. Ja, verstehe. Und wie fühlen Sie sich dabei? Beschissen, Mann! Beschissen! Das geht natürlich immer. Das hat jetzt aber gar nicht viel Leben abgezogen. Nee. Nur jetzt bist du wieder hier. Also das ist dieser Gang. Ach so. Ja, dann lade ich. Anders gesagt, das bringt einen nicht wirklich weiter. Also hier, das kann man alles schon mal knicken. Ist alles für die Schrotflinte. Dieser Hauptraum dann wahrscheinlich auch und die Sache mit den Krähen und dem herunterfallenden Zeug und diesem Hund und dem Hebel vermutlich ebenfalls. Muss da unten irgendwas übersehen haben, da runter, da muss irgendwas sein noch. Lass mal nachvollziehen, wie ich nochmal hochkam. Ja, das meine ich halt, ich mag... Also das, was mir am wenigsten gefällt an dem Addon bisher, ist einfach dieser Aufbau. Es ist alles so... Ja, klar, Lara. Lara ist jetzt ein Maulwurf, der sich durch Steine graben kann. Ja, das sind die Zellen mit der Schrotflinte. Und dahin geht, stirbt man. Och, Mann! Was? Wie soll ich denn... Ja, ist okay. Ist. Ja, komm, wieso nicht direkt hier rüber? Ah, ich kam wahrscheinlich über die... Ach so, ja, jetzt bin ich in dem Raum, wo alles herabstürzte. Und hier waren die Krähen, wo alles herabstürzte. So, und hier ist jetzt... Warte mal, da fällt noch mehr runter. Ja, und da kommen auch noch mehr Krähen. Und hier muss doch noch irgendwas sein. Irgendein anderer Eingang oder so. Es kann doch nicht wahr sein, dass da nichts ist. Was ist das? Da ist nichts. Okay, da ist nur so eine Rampe irgendwie. Ja, das ist eine Rampe, für wenn man da runterfällt, damit man auch ganz sicher tot ist. Einen Rückweg sehe ich nicht. Ich bin, glaube ich, auch nur... Ja, hier kam ich her. Es ist übrigens mal wieder so toll gelöst, dass die Danger-Musik und so ausgelöst wird, je nachdem an welchem Ort man sich befindet, unabhängig von der Situation. Ich bin gerade einfach dahin gelaufen und der ganze Raum ist ja schon abgefrühstückt und trotzdem hat die gerade gespielt. Aber das kommt doch normalerweise nur, wenn man diesen Patch benutzt von der, also ich kenne das nur aus Tomb Raider 1, aus dieser Version, wo man nachträglich die Musik von der PlayStation-Version eingefügt hat. Daher kenne ich das Problem, aber sonst nicht. Nein. Ja, hier. Da ist eine. Kannst du da klettern? Ja, dann komme ich hoch zu den Zellen. Ach so, Entschuldigung. Ich habe Probleme da, die Orientierung. Ja, ich auch. Ich auch. Glaub mir das mal. Nee. Nee, du lügst. Weiß doch eigentlich, wie es weitergeht. Ja, ich halte das nur geheim. Ja, nun.
Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist zu laden, als ich noch nicht hier war und das dann einfach sein zu lassen. Also du kommst nicht wieder zurück? Ich komme nicht wieder zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komme auch nicht weiter. Und da, nee, das ist ja auch zu schräg. Das ist zu schräg. Ja. Ich glaube sogar, das ist, ja genau, das wäre eine... Wie sie halt einfach nach links glitscht und runterfällt. Ja. Und in einem solchen Spiel hatten sie dann ein Speicherkristallsystem. Hi. Hi. Das ist der komische Hitler. Da warst du auch schon, ne? Nein. Ich glaube nicht. Mich würde jetzt interessieren, wie ich da hinkomme. Verstehe ich. Irgendwie. Ja, liegt nah, ne? Ach, da geht's weiter. Ich direkt wieder depressiv. Naja, alles gut. Es ist nur trotzdem nervig gemacht irgendwie. Ich bleib dabei. Ja. Ich finde auch diese Texturen einfach kacke, weil da gibt's kaum Lichtunterschiede und man sieht gar nicht, wenn da irgendwelche... Texturen, das sind mehrere. Wenn da irgendwelche Löcher in den Wänden sind. Lala. 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 Oh, was ist das Interessantes? Oh, jetzt wird's. Jetzt. Okay, ist okay. Jetzt habt ihr den Interessant-Modus eingestellt. Nerv nicht. Er hatte nichts dabei. Nein. Hier haben wir ihn eben von der anderen Seite aus gesehen. Ui, das sind nochmal zwei. Ui, pass ja. auf dein Leben auf. Ja, ich nehme ein kleines Meepack, wobei ich nicht glaube, dass ich es brauchen werde. One hit, lol. Ja. Schönes kleines Medipack. Wie sie halt hier PCs und so hingestellt haben. Ich liebe sowas. Kannst du mal gleich noch mal kurz auf die Karte gucken? Ist das eine ganz normale Weltkarte gewesen oder? Ah. Oh, schön, dass du das gesehen hast. Mhm. Also, es ist jetzt wieder so ein Rätsel, wo man eine Kiste von mehreren Seiten ausschieben darf. Guck mal bitte die kurz. Die Karte. Ja. Okay, das ist eine Großbritannien. Karte von den britischen, ja, von den britischen Inseln, wie es so schön heißt. Mhm. Da hinten sind Bücherregale, da ist eine... Was ist? Ich hab keine Ahnung. Haben natürlich alle auf dem Schreibtisch noch was zu mampfen. Oder was auch immer das sein soll. Ein Glas und eine Kelloggs-Packung. Oder die Collectors Edition von Morgan 2. Yay. Yeah. Gut getarnt am Arbeitsplatz. So, ich habe ganz am Anfang des Levels eine Brechstange aufgehoben. Mhm. Stell mal vor, ich hätte die jetzt nicht. Das wäre zum Brechen. Mhm. Jetzt ist sie natürlich kaputt. Verstecken doch was. Da war gerade so eine, so der biologische Aufbau von Loch, vom Loch Ness Monster. Genial. Sehr schön. Warum immer der in so einem Kistenraum hängt. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Echt, da hinten in der Ecke war auch nichts. Komisch, wieso kann man diese Tür dann aufbrechen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Wahrscheinlich. Hätte man sie nicht aufbrechen sollen und die Brechstange, nee, da. Ach so, du meinst, dass die Brechstange jetzt zerstört ist und man sie noch für was anderes gebraucht. Nee, so fies sind sie dann ja auch nicht. Das wäre doch typisch. Kistenrätsel. Ja, was heißt Kistenrätsel? Es ist ja immer, es geht ja nur eine Richtung, das ist ja nichts... Das ist wirklich nichts anderes als Spielzeitstrecken. Naja, es geht noch darum, dass man die Kiste findet, die man schieben kann.
Ja. Aber wenn man die ja immer gut an dieser Vierteilung der Textur erkennt. Aber das weiß man doch dann als Entwickler, dass in seiner eigenen Engine Kistenrätsel irgendwie dämlich sind, weil sie so offensichtlich sind. Naja. Ein neues Spiel und nichts hat sich geändert. Wieso wurde die jetzt so schwarz? Keine Ahnung. Ich habe sie an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Jetzt wieder auf die andere Seite. Ja. Ah. Ja, Moment. Bringt irgendwie nichts. Oder du musst die auch noch. Nee, das geht auch nicht. Reinschieben vielleicht? Zweimal? Ah, genau. Das könnte sein. Dann hätte ich sie gar nicht rausziehen müssen. Sicher? Ja, stimmt. Reinschieben zweimal. Was ist das? Großes Medipack, Secret Sound. Oh, super. Ja. Genial. Ein großes Medipack. Das kann dann zu den anderen drei, die ich habe, und sieben kleinen Medipacks. Das lohnt sich doch noch nicht mal. So, wo warst du jetzt noch nicht? Hier. Ja, genau. Interessante Kamera. Ne, ich find's schön, weil sonst wäre das hier sehr verwirrend. Irgendwas ist mit diesem Regal doch anders. Ja, das wird sich öffnen. Da ist was dahinter, es ist eine Tür. Folge neigt sich dem Ende übrigens. Tut sie das? Ja, dann werden wir uns die Orte hinter den Regalen in der nächsten Folge ansehen. Bis dahin, ciao. Ciao.